zwei Sinn, dieses Spiel zu sterben. Ach, ich baller jetzt mal auf diese Tonne drauf. Naja, was soll's. Oh fuck. Die haben auch alle so Wetterklamotten an. Weiß nicht, woran das liegt. So, ich nehme wieder mal die K. Mal sehen, was ich damit erreichen kann. Rennen! Weil irgendwie die Granaten, die können ja jetzt doch überall sein. Oh, das war mir das Obacht, den ich geschossen habe. Kann ich hier nicht hoch? Ah, doch kann ich. Glücklicherweise doch hoch und du kannst auch sterben, glücklicherweise. Ich gehe mal hier ganz gerne durch diese Häuser. Weil im Endeffekt ist dieser Weg ja geradlinig. Woraus schießen die denn schon wieder? Von da hinten irgendwo. Oder doch nicht! Ach, da draußen! Was zur Hölle! So, das ist hoffentlich erledigt. Ich dachte mir schon, hä? Von mir aus schießen die schon wieder und... Bist du echt am Dahin gehen? Oder muss ich hier durch die... Da ist so, nein, das ist keine Ausredensbruch. Tut mir leid, dass ich in ihre Wohnung eindringe. Ja, tut mir wirklich leid. Oh nein, davon ist die Kirche. Ich bin schon wieder weiter. Ja. Oh, fuck, nein. Da werde ich jetzt wieder sterben. Oh ja, da war ich einfach, ich sage mal, zu unvorsichtig. Das war alles nicht so mein Plan, wenn ich ehrlich bin. So, wo komme ich raus? Ah, hier. Habe ich jetzt eine bestimmte Zeit, oder? Ja, toll. Jetzt vollkommen im Arsch. Ja, aber die Rebellen, da gibt es auch immer welche von, welche nötig sind. Oh, nein. What the fuck? Schieß doch auch mal gescheit. Oh, ey. Ich hasse das, wenn ihr da einfach mal so, schon wenn ich stark angehittet bin, dann kommen sie nochmal extra um die Ecke, um mich zu erledigen. Also die haben es doch auch nicht abgesehen. Ja, ich habe immer dieses ständige Nachladebedürfnis, aber ja, und er lebt dann doch noch und das ist jetzt natürlich ein riesiger Zufall. Ich bin viel zu extrem angehittet dafür. Und ein Hunde. Nein, keine Hunde, Jaguare. Was auch immer, das ist tot. So, oh, drei Munition in der AK. So. Das ist erledigt. Ich nehme mal die PP hier mit. Die Tür aufstemmen. Stoßen wir mal vor. Oh, ja, sowas war mir wieder klar. Muss ich jetzt... Achso, der Hund, der wird jetzt automatisch umgebracht. Nein. Was soll ich da jetzt machen? Achso, wahrscheinlich kommt der jetzt. Verdammt! Nikolai, die Lieferung ist weg. Wir waren nicht schnell genug. Was ist mit Makarov? Er ist abgehauen. Sein, holt uns einfach hier raus. Atombombe. Oder chemischer Kampfstoff. Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür, dass ihr zugeschaut habt. Aber das war's dann auch schon wieder bei... Ach, das gucken wir noch mal. Ici la station Corse. Nous avons intercepté un message crypté. Franzosen. That's in the go London now. Prévenez les renseignements britanniques que nous avons un problème.
Die Franzosen haben eine Nachricht abgefangen. Eine verdächtige Lieferung ist nach England unterwegs. Wurde das Schiff identifiziert? Nein, Sir, aber die Nummer steht auf der Beobachtungsliste für Fregatta Industries. Informieren Sie den MI5. Wir haben eine unmittelbare Bedrohung. Meine Herren, was wissen wir? Nichts Handfestes. Die Spezialabteilung sucht nach bekannten Personen. Aber wir werden für Stufe 1 Bedrohungen einen SAS-Einsatz empfehlen. Stellen Sie mich nach Erfurt durch. Ma'am, meines Wissens erwarten unbekannte Feinde eine Lieferung. Wir schicken Ihnen mögliche Einstiegspunkte. Zu Ihrer Information, über die Lieferung ist zurzeit nichts bekannt. Roger, mein Team macht sich bereit. Wir sind innerhalb der nächsten Stunde fertig. Keine Sorge, Ma'am. Egal was ja, wir vorhaben. Und ich mach doch weiter. Hab ich mir das gerade so überlegt. Ja, von daher geht's jetzt noch ein bisschen weiter. Baseplate, wir sind online. Gute Sicht. Verstanden, Bravo 6. Bei den Dots stehen mehrere Trucks von Charity Worldwide. Wir halten sie momentan für Ziele. Auch eine Art wohltätiger Arbeit für uns. Die Trucks verlassen jetzt die Docks. Wissen wir, was sie geladen haben? Den Geheiminformationen zufolge kommt die Lieferung von wichtigen Zielen aus Übersee. Achtung, einer der Trucks ist noch an den Docks. Warum versenken wir das verdammte Ding nicht mit einem Spectre im Fluss? Zu wichtig, Bravo 6. Vultures Vögel geben vorerst Deckung aus der Luft. Bringen wir die Sache einfach hinter uns. Wir haben Wärmesignaturen in den Lagerhäusern. Sie müssen diese Gebäude sichern, bevor sie an den Truck gehen. Mein Team übernimmt Lagerhaus 1, Bravo 9 das andere. Okay. Ah, ich bin jetzt hier direkt drin. Verstanden. Alle Teams grünes Licht. Die Mission kann beginnen. Okay, Leute, das ist das Lagerhaus vor uns. Franz, wir suchen, du räumst auf. Feuer freigab. Was haben wir denn hier für? Das ist wahrscheinlich. Da sind noch zwei drin. Dann leg sie schlafen. Alles Verbrecher? Lebt da noch wer? Nein. So, wir haben hier immer Wärmebildsignaturen. Wir können deshalb hier so gut vorrücken. Das ist natürlich vorteilhaft. Und los. Ziemlich kleines Fadenkreuz. Ah, das ist das holographische Visier, stimmt ja. So lächerlich, ich lade hier bei so viel Munition gleich noch vor. Lade ich vor, leider noch nicht. Ich finde das auch so lustig, dass egal wo man hier ist, überall gibt's immer Feinde. Oh, ich muss mich jetzt wohl abseilen. Ja. Ah, da sind wohl die Sniper. Vielleicht drücke ich hier schon wieder ein bisschen zu offensiv vor. Wahrscheinlich. Da frage ich mich, ob die Sniper hier jetzt den Job mal gescheit erledigen. Unser Einsatzteam ist, glaube ich, relativ groß, wie es mir scheint. Nicht nur drei Leute. Warum verschanze ich mich eigentlich immer hinter Deckungen, die sich auflösen können? Und vor allem, warum habe ich keinerlei Ahnung, wo meine Freunde stecken? Oh, da muss ich lang. So. Ja, ich öffne hier schon. Das ist wahrscheinlich wieder... Oh. Wow. Ja, und jetzt kommen wieder von überall Feinde, weil irgendwie... ist auch kein Problem, es für einen weltbekannten Terroristen und Mengen an seinen Söldnersklaven hier einzuschleusen. Und die dann auch mit hochtechnologischen Waffen auszurüsten. Oh, hier stehen Brandfässer rum.
Ich nehme mal. Das ist nicht so klug. Die Stärke einfach fast zu platzieren. Ey, geh mir weg mit deiner P90. Dich noch und du kippst sowieso gerade um und du da hinten auch nicht. Ah, oh, dieses Nachladesyndrom ist schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. So, hier. Taktikmesser. Oh. Hier immer schön mit der Pistole drauf. Also. So. Bei der Gelegenheit werfen wir nochmal eine Granate. Hey, und das kommen noch mehr. Also will man hier irgendwie gerade einen Krieg anfangen oder einen Krieg starten oder sowas? Oh Mann. Meine Präzision ist jetzt wahrscheinlich nicht die beste. Ich dauernd. Oh, Granate. Zur Hölle, warum kommen die denn jetzt auch noch von hinten nach? Achso, okay, das ist einer von uns. Ja, kann sein, dass irgendwie immer mehr Leute von meinem Team am Verrecken sind. Ich weiß nicht, ich finde das nicht so prickelnd, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich würde jetzt auch ganz gerne mal zu einem Speicherpunkt kommen. So, Spiel gespeichert, ja. Wunderbar. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch, liebe Freunde. Mal sehen, ob die Granate uns erwischt. Nein, nur unseren Kompagnon. Also, macht es gut. Gebt mir ein bisschen Feedback und bis zum nächsten Mal.